Da sind wir jetzt zur 350R Präsentation von Origin. Also so heißt natürlich der Hersteller. Es ist nicht Origin von EA. ja, das Schiffchen ist verwandt mit der 325A, der 315P und der 300i. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und ja, ich zeige jetzt euch erstmal, was jetzt hier bei der 350R, so zu finden ist. Also wir haben jetzt hier erstmal, soweit ich sehen kann, nur Bewaffnung an den Außentragflächen. Ich denke mal, das ist hier Laserkanone oder sowas. Ja, eine durchgehende Tragfläche von vorne, von links und rechts nach hinten zum, ich weiß nicht, ist das Leitwerk? Wir haben zwei Antriebssysteme hier. Hier noch eine Laserkanone. Und weiter vorne sehe ich soweit erstmal keine Bewaffnung. Ja, das gute Schiffchen ist 24 Meter lang und 16 Meter breit. Also schon ein ganzes Stückchen größer als der M50, kleine Interceptor-Jäger. Kommt auch, glaube ich, hin von der Skala hier. Zack. Und was haben wir hier noch so? Wir sind bei 16 Meter Breite und 7 Meter Höhe. Also das kommt ungefähr hin, ja. Na, ich würde jetzt vielleicht eher sagen 6, aber naja, gut. Ist halt alles eine Ermessenssache. Wir haben hier drei Räderchen zum Landen. Also keine Kufen, sondern diesmal sogar Räder. Die Hornets haben ja alle Kufen. Oder Füße an sich einfach nur. Ja, das gute Stück hier wiegt knapp über 20 Tonnen. Und ist auch nur für eine Person gedacht. Und ja, steigen wir doch mal ein. So, da haben wir es. Da kommt die Leiter raus. Ich wechsle nochmal kurz auf Ego. Zack. Und die Tür geht auf. Auf beiden Seiten natürlich. So, da sind wir an Bord. Und ja, hier ist dann die zweite Tür. Ich hoffe mal, ich kriege die von hier innen auf. Ja, gut. Die Leiter müsste ja auch runterfahren. Ja, da ist sie schon. Ja, es ist noch ein bisschen hakelig alles. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier gerade nicht mit interagieren. Was auf jeden Fall sehr geil gemacht ist, ist hier der Detailreichtum auch bei den ganzen Schiffen insgesamt. Also wenn man hier sieht, wie dicht man hier ran kann. Und man kann immer noch die kleinen Schildchen lesen hier. Danger, Electrical Box und so weiter. Also das ist schon sehr cool. Feuerlöscher haben wir sogar auch noch an Bord. Was steht denn da Schönes? Ne. Also, kommst du mal her. Achso. steigt er aus. Gut. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, man kann irgendwie mit dem Feuerlöscher interagieren. Gut, steigen wir wieder ein. Ja, also wir haben hier einen relativ großen Innenraum. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie noch was transportieren kann. Cargo Capacity hat dieser Wagen, ja, das ist kein Auto. Mensch. Also steht hier eigentlich auf der Liste 0. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas reinladen kann. Schwer zu sagen jetzt. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal das Cockpit an. Und das ist wirklich sehr geil. Der Sitz dreht sich und man steigt dann hin, steigt in den Sitz und dreht sich zurück. Und dann haben wir eine Art Lenkrad. Das ist auch ziemlich cool. Das ist mehr so wie bei richtigen großen Jumbo-Jets. Also so eine Kombination aus Lenkrad und Joystick. Ist mal ein bisschen was anderes. Na, und das übliche Wegklicken des Arena-Commanders. Zack. So. Also, wir haben hier ein richtig schönes, großes, offenes Fenster. Ein ganz entspanntes Cockpit. Becherhalter haben wir hier, glaube ich, nicht. Da sind noch die kleinen Warnsymbole, die auch schon in den anderen Schiffen zu sehen waren. Ein paar Instrumentangaben. Ich glaube, diese kleinen Anzeigen hier, diese runden Sachen in der Mitte mit dem Bild, sind wahrscheinlich so die Hologrammgeneratoren für das Heads-Up-Display. Vermute ich jetzt einfach mal. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber würde sich, glaube ich, anbieten, wenn das so links und rechts positioniert ist. Und diverse Knöpfchen. Gut, schauen wir uns das Ganze mal in der Third-Person-Sicht an. Mit den geöffneten Türen. Also ein großes Gerät mit einem großen Innenraum und zwei Eintrittsmöglichkeiten für eine Person. Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich bei Single, also Ein-Personen-Chips. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Ding. Gefällt mir auch farblich. So schwarz ist eigentlich immer, da kann man eigentlich nie was mit falsch machen. Gelb ist jetzt auch in Ordnung. Kann man vielleicht auch mal möglicherweise individualisieren mit Rot, Grün, Gelb, Blau, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
Und hier oben, vermute ich mal, könnte man bestimmt noch irgendwie eine Waffe anbauen. In diesem runden etwas. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass man raufklettern kann. Aber wir können es mal probieren. Vielleicht können wir auf das Schiff raufklettern. Erstmal wieder aus dem Sitz raus. Diese zwei runden Sachen sind noch gerade verschwunden in der Armatur. Zack, da steht er wieder. Okay. So, dann müssten wir doch eigentlich rausgehen können. Ja, wunderbar. Spielereien. Also hier, glaube ich, könnte man noch wahrscheinlich eine Waffe oder sowas anbasteln. Rescue. Ah, okay. Ist das vielleicht der... Huch. Der Einstieg für eine Rettungskapsel oder der Ausstieg für eine Rettungskapsel? Oder eine Dockingstation? Wir haben noch die Tragflächen. Vielleicht können wir da hinten sogar noch hochklettern. Ich mag so eine Spielereien. Nein, wir fallen runter. Gut, lassen wir das. Gut, das war die 350R. Gleich geht's weiter mit den anderen drei Modellen dieses Schiffstyps.